So, Herr Feudel, setzen Sie sich. Beschreiben Sie mir mal, was gestern Abend vorgefallen ist. Also genau kann ich mich da nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, um 8 habe ich mich mit den Jungs getroffen, also wir haben es schon länger nicht gesehen. Wir sind dann an den Hafen gegangen. Haben Sie getrunken oder andere Drogen genommen? Was? Drogen? Nein, keine Drogen. Also der Manuel, der wollte, aber der wollte auch schon immer. Also, aber nee, haben wir nicht, nein. Auch kein Bier? Nö, also, ja, Bier haben wir schon ein bisschen getrunken. Aber ich meine, ein bisschen Bier macht ja den Abend doch gemütlicher, oder? Wann und wie sind Sie dann zur Brauerei gekommen? Brauerei? Welche Brauerei? Ich kann mich an keine Brauerei erinnern. Was ist denn passiert? Vom Gelände der Brauerei wurde gestern Abend mehrere Kästen Bier gestohlen. Die Täter sind geflohen. Ah, das ist natürlich spannend. Sicherlich schwer, dir einen Haken zu bekommen. Gibt's denn Zeugen? Also bis jetzt hat sich niemand gemeldet, aber wir brauchen gar keine Zeugen. Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, dass wir Sie und Ihre Freunde verdächtigen. Nee, das kann nicht sein. Und wie erklären Sie dann, dass wir Sie hier auf der Überwachungskamera identifizieren konnten? Das hier hinten, das sollen hier die Kästen sein? Dann gibt es ja offensichtlich nur eine Möglichkeit. Ja, wir sind uns sicher, dass Sie über die Zäune geklettert sind, um aufs Gelände zu kommen. Ich würde jetzt von Ihnen gerne wissen, warum Sie die Bierkästen gestohlen haben. Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich halte aber die Möglichkeit eines Bierflaschen-Seriendiebes doch eher für ein bisschen abwegig. Außer es sind vielleicht ähnliche Fälle in der Gegend vorgekommen. Also nicht! Was mir auf die Schnelle zu dem Bier einfällt, welches gestohlen worden sein soll. Ich persönlich fand es wirklich fantastisch, als ich gestern probierte. Also Herr Feudel, spielen Sie jetzt mal nicht den Hilfs-Sheriff hier. Wir können Sie und Ihre Freunde ganz klar auf dem Überwachungsvideo erkennen. Wenn jetzt andere Unternehmen, beispielsweise wegen der Beliebtheit der Rostocker Brauerei, neidisch wären oder ähnliches, dann wäre das ja ein Grund für eine solche Tat. Es gibt ja sogar ein Video. Das hätten Sie mir früher sagen können, Herr Kollege. Da lassen sich sicherlich noch andere Beweise rausfinden. Kleidung oder ähnliches. Genau! Zum Beispiel Ihre Jacke, Herr Feudel. Einer der Täter trägt genau dieselbe Jacke. Die gleiche, Herr Kollege. Die gleiche. Aber Sie haben schon recht. Ist irgendwie ein lustiger Zufall. Da müssen wir nur aufpassen, dass Sie mich nicht bei der Verfolgungsjagd... Also jetzt reicht's aber. Sie sind sicher Ihrer Lage wohl nicht ganz bewusst. Egal, was für ein Theater Sie hier spielen, Sie sind geliefert.